Hey, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit einer Umfrage für unseren Sponsor Zombie-Zocker. Und zwar hat er vor, ein paar Zielturniere zu veranstalten. Deswegen fragen wir mal die Jungs hier und euch, was ihr von Zielturnieren und sowas haltet. Ziel ist, wo jeder einen Booster bekommt, eine Karte sich aussucht und dann das Booster weitergibt, ist es das? Sowas in der Art, ja. Sowas in der Art. Ja, kommt drauf an, wie viel man zahlt. An sich, sage ich mal, ein interessantes Format. Das gab es ja, glaube ich, mal, gab es das bei den YCS. Also in Amerika waren eine Zeit lang die Tops nur sealed, aber das haben die jetzt leider auch abgeschafft. Beziehungsweise nicht leider, kommt drauf an, ob man es mag oder nicht. War das der Scheiße? Ja, genau, das war. Ich sag mal, was an sich finde ich das wirklich interessant, aber man muss halt aufpassen, dass nicht betrogen wird, ne? dass nicht gewusst wird, was da kommt, ne? Welche Booster da kommen. Dann sage ich mal, ist es ja. Für Tops mäßig ist es halt schon, sag ich mal, ich weiß nicht, also als eigenes Event finde ich das wirklich gut, aber ich würde das nicht als beim Groß-Event dann für die Tops machen. Das finde ich unnötig. Aber an sich so ein eigenes Event, wie zum Beispiel halt so eine Art Sneak Preview, ne, mal was ganz anderes, nicht mit den normalen Decks, würde ich auf jeden Fall interessant finden. Ja, definitiv. Also man bekommt immer einen Booster und dann sucht man sich eine Karte raus und gibt es dann weiter, oder was? Also oder ich weiß, ich glaube, aber ich bin mir nicht sicher. Okay, oder ist man bekommt Booster und baut sich draußen Deck wie Sneak Preview, ich weiß nicht genau. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Da sieht man einfach dann den Deckbau, ob dann jemand gut Deck bauen kann oder nicht, ja, aus den Karten, die er gerade hat. Ja. Wie natürlich die Regeln sind, wissen wir jetzt nicht, ja, aber das wird wahrscheinlich dann irgendwie dann erst schon der Last, also Tommy Joker schon machen und sagen. Auf jeden Fall coole Idee, sehr, wirklich coole Idee. Was die Idee ist von Zombie-Zocker, oder? Ja, er will solche Veranstaltungen. Ja, dann ist es bestimmt eine gute Idee. Wir vertrauen auf Zombie-Zocker. Wenn man mit Freunden und so hingeht, dann sieht man wirklich Skill-Level, wie gut einer ist. Weil es gibt Spieler, die können nur die Kombos und so weiter, die können keine Decks bauen, die lernen die Kombos, aber so von sich selbst spontan, so auf die Spielzüge reagieren, können die nicht. Deswegen einmal mit Freunden so ein Turnier spielen, finde ich immer gut. Man sieht es ja auch, die meisten bauen die Decks eh immer nach aus dem Internet, ja. Und keiner kann mehr selber Decks bauen. Echt coole Idee. Auch für den Zombie-Stock an sich, wenn er mal alte Booster irgendwo rumliegen hat oder so, die er nicht mehr verkauft und nicht mehr weiterkriegt oder so, kann er sagen, okay, er macht daraus ein Turnier, ja, und man baut sich halt echt ein paar geile Decks damit, echt cool. Also ein paar Themen, die ich hinzufügen will, zum Beispiel, wir haben zum Beispiel keinen guten Deckbauer, das ist ein großes Problem bei uns, aber Tati engagiert sich mal schauen. Ich baue meine Decks immer selber, Mann. Schauen wir mal. Und zweitens, es gab eine YCS, die war komplett zielt. Und die hat Peter Groß zum Beispiel gewonnen, krasser Spieler. Nur Sealed. Ja? Sealed. Und die hat einen krasser Spieler gewonnen, Peter Groß. Da sieht man auch, wie krass er wirklich ist, ja, weil er hat wirklich auf jedem Turnier, wo er mitgespielt hat, immer getoppt, immer seine eigenen Decks gebaut, immer andere Decks gespielt, ja, nicht wie Meta oder so, er hat wirklich immer sich aufs Meta eingestellt, aber richtig krass gebaut, also da sieht man auch, was dahinter steckt, ja, und das können die meisten Spiele echt nicht mehr, weil man einfach nur noch jetzt im Internet schauen kann, welche Decks man spielt und, ja, also echt, in der Hinsicht Yu-Gi-Oh! Echt langweilig geworden. Also das System, das Peter Groß macht, das habe ich auch schon früher gemacht, weil ich habe nie wirklich Meta gespielt, weil er spielt wirklich viel. Und dann schaut er auf DN, wie hoch er mit den Punkten kommt. Und wenn es oben mithalten kann, dann spielt er das Deck. Deswegen, Barisch sucht ein Deck, das genau dasselbe Format werde ich auch machen. Ja, es läuft, es funktioniert. Aber der hat wirklich viel getestet, viel geübt. Und du kannst keine Decks bauen. Also willst du mit dem Format dann genauso krass werden wie Peter Groß? Das Format hatte ich schon immer. Wo ich Top 8 war, Bochum, da habe ich es auch so gespielt, Gladiatoren. E-Hero, Dueling Network war ich vierter Platz. Landshut Top 4 bei 130 Leuten. Gib mal her jetzt. Also auf jeden Fall nochmal zurück zum Turnier von Zombie Zocker, echt cool, coole Idee. Würdet ihr auch bei so einem Turnier mitmachen? Interesse zum Beispiel bei Fontaine in München oder so? Ich würde es mir definitiv echt mal anschauen. Ja, es ist natürlich auch immer eine Sache, welche Booster da rauskommen oder wie viele verschiedene oder ob es nur eine Edition ist. Also meistens ist es dieses spezielle Battle Pack. Ja. Ja, 1 und 2. Ja, dann auf jeden Fall. Also wäre echt interessant, mal so ein Turnier mitzuspielen, mal zu sehen, wie man da mithalten kann vom Deckbau und alles. Also ich wäre auf jeden Fall dabei bei sowas. Kommt drauf an, sage ich mal.
natürlich muss man sich auch ein bisschen die Preise anschauen, wie viele Spieler mitspielen und so weiter. Bei 10 Leuten natürlich ist es vielleicht nicht so interessant. Aber ansonsten, sage ich mal, wenn man so ein spezielles Turnier organisieren würde, gute Preise, Aussicht auf gute auf viele Spieler, dann wäre es auf jeden Fall interessant. Ja. Hinterlasst unten in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Würdet ihr sowas mitspielen, habt, schlag vor. Mein Gott, Bagisch. Cut. Schlag vor, was ihr für Ideen habt, wie man das verbessern kann, wie man das umsetzen kann. Ansonsten schaut bei Zombie Zocker vorbei und bei seinem Shop TCG Warehouse. Vergesst nicht, alles easy locker, auf zu Zombie Zocker. Servus Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es uns, lasst uns ein Like da, gefällt mir drücken. Schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach unten, dann wissen wir Bescheid, aber gebt uns konstruktive Kritik, damit wir darauf eingehen können, dann werden die Videos besser. Ihr könnt umsonst abonnieren, das kostet nichts, dann bleibt immer auf dem neuesten Stand, weil es kommen täglich Videos. Und immer schön kommentieren. Unten unter dem Video sind schön die Sponsoren aufgelistet. Das sind gute Sponsoren, gute Preise. Und checkt noch die Facebook-Seite ab, checkt die Sponsoren ab und leidet's nicht und schaut's vorbei.